So, und in Dubai natürlich schönes Wetter. Zum Glück. Regen war richtig eklig. Vor allem im Karlsruhe richtig eklig im Regen. Ich meine, man wird ja voll nass dann. Fahrt man überhaupt draußen Karts, wenn es regnet? Ich weiß es gar nicht. So, oh, Achtung. So, also hier richtig. Das ist schon eine andere Strecke, aber diesmal. Die kenne ich gar nicht. Eine neue, eine weitere Variante. Boah, das kenne ich jetzt wieder irgendwie. Also entweder ist schon so lange her und ich bin vergesslich oder das ist so eine teilneue Strecke. Jetzt war ich schon zweimal außerhalb von der Strecke und jetzt geht's plötzlich off track. Nee, das ist eine neue Variante. Ganz sicher. Das ist eine neue. Also ein Teil ist noch gleich. Also das ist so anders jetzt zum Fahren wieder. Alter, wie kurvig das ist. Noch nicht mal die erste Runde vorbei. Einmal hier. Also die Strecke ist auch ein bisschen interessant eigentlich. Weil die so eckig ist. Da müssen wir sie schon ziemlich von außen anfahren. Damit man hier schön um die Ecken kommt. Oh, guck mal, das war jetzt kein Off-Track. Aber nach irgendwie fahre ich wieder so ein bisschen drüber und dann war es wieder Off-Track. So, ich meine, guck mal, ich schon wieder hier. Wieder an derselben Stelle. Ich verstehe es nicht. Voll hier im Zickzack. So, ich habe es gerade probiert mit Handbremse, aber ja, im Kart gibt es halt einfach keine Handbremse. So, schön angebremst. Und so, und wieder schön überholt. Das kann man jetzt richtig geil machen mit dem Kart. Man kann doch ziemlich schnell an die Kurve ranfahren und kurz davor abbremsen, obwohl die Pfeile was anderes sagen und dann halt schön um die Ecke brettern. Das ist halt ziemlich geil mit den Karts. Und so kann man halt auch richtig schön überholen. So, jetzt eine Runde ohne Off-Track. Bitte. Einmal die letzte Runde. Fallen wir mal hier. Weißt du, da wo es eigentlich, wo ich gar nicht verstehe, warum ich ja mal Off-Track gehe. So, was haben wir? 1,5 Sekunden knapp Vorsprung. Ja, er kommt aber gerade wieder ein bisschen ran. Ja, ein bisschen weit ausgeholt. Er hat die Hälfte aufgeholt. Oh, kein Off-Track. So, wie schaut's aus? Oh, einmal nochmal stark anbremsen müssen. Puh. Ja, um einiges besser wie mit dem Porsche. So. Aber den ersten Platz schon mal gesichert. Runde 1 von 5. Wobei hier das Rennwochenende halt das erste Rennen von 2. Aber von dem Ganzen gibt es ja dann 5. Eigentlich ganz schön viel. Und dann bin ich mal... Oh, hallo, zieht er ihn durch. Und dann bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht, ob wir dann endlich mal in eine andere Klasse gehen können. Wir werden nämlich schon... Wieso heißt jetzt so nach rechts gezogen? Aber guck mal, wie lange die brauchen, um wieder herzukommen. Aber jetzt haben wir ein bisschen was zu tun. Können wir ein bisschen aufholen. Platz Nummer 4 sind wir. Achtung, beiseite. Oh, hallo. Putzt hier richtig ab. Alter, ich fahre halt wirklich wie in einem Boxauto eigentlich. Und das nicht nur im Kart, sondern auch in den normalen Wagen teilweise. Aber man kann die dann so geil zur Seite drücken. So, ich war komischerweise auch noch gar nicht off-track in der Runde. So, und wir müssen einmal Platz 1 einholen. So, Alter. Gerade auch ein bisschen Schiss hier an der Ecke anzukanten. War auch wieder etwas knapp.
So, hier bin ich ja hängen geblieben. Oh, hallo. Bisschen langsamer bitte. Damit ich auch um die Kurve rumkomme. So, einmal. Auch ein bisschen eng eigentlich. Wieso habe ich jetzt eigentlich keine Zeiten? War ich in der letzten Runde doch. Nee, doch, hier kommt's jetzt. Hab's schon gemeint. Aber wir waren noch gar nicht am Sektor. Am ersten. Deshalb kam mir noch gar keine Zeit. Also, beim Kartfahren wäre das so geil mit Handbremse. Dann könnten wir da, glaube ich, nochmal um einiges besser um die Kurven kommen. Vor allem, weil es ja auch so kurvig ist. So, Runde Nummer 3. Jo, hört sich ganz gut an. 3 Sekunden. Wow. Aber hier holt er wieder schön auf. Ein Fehler von mir. Ja, aber 5 Runden sind auch eigentlich schon einiges, finde ich. Oh. Es hier auf der Strecke ist komischerweise relativ wenig mit Off-Track, obwohl ich weit immer oft draußen bin. Und hier in der Kurve mache ich nur so ein bisschen und dann bin ich meistens Off-Track. Ich weiß nicht, also ich mache auch irgendwann mal die Pfeile raus, wenn ich die Strecken so ein bisschen kenne. Ja, manchmal irritieren die auch ein bisschen, finde ich. Vor allem in den Karts fahre ich ganz anders, wie die Pfeile sagen. So, ich würde es noch ein bisschen spannend machen, Leute. Ein bisschen mehr spannender wäre eigentlich auch ganz cool. Hier 2 Plätze. Wenn ich jetzt verliere, dann beiße ich mir selber einen Arsch. Aber in 2 Runden sollte das eigentlich schon noch möglich sein. Meine ich zumindest mal. So, guck mal, hier haben wir schon den ersten. Einmal weggebumst. Ich hatte auch mit dem Crash mal ein bisschen aufhören. Also ich glaube, ich muss wirklich den visuellen Schaden raustun und den richtigen Schaden reinmachen. Damit ich auch ein bisschen besser auf meine Karre aufpasse. So wie ich fahre, ist halt auch manchmal ein bisschen fies. Nein, das war jetzt keine Absicht. Aber trotzdem noch Platz 2 und diesmal komischerweise wieder kein Off-Track. Ich verstehe es manchmal echt nicht. Ja, aber irgendwie hatte ich ja keine Zeiten. Ach so, weil ich glaube mit dem Crash, mit dem einen, hat es mir schon die Zeit weggenommen. So, jetzt wird es aber nochmal interessant. Wird irgendwie, glaube ich, jede Runde schlechter, kann es sein? Meinst du vom Gefühl her? Ja, wir müssen uns schon noch ein bisschen anstrengen, ey. Eieiei. Ganz ruhig. Ich finde es immer noch komisch, dass meine Reifen grün sind. So wie ich immer rumrutsche und so. Das hätte dir doch eigentlich schon ganz schön erwärmen. Natürlich kann ich's. Ich zeig's dir klar. Oh Mann! Und dann passiert das. Das war, weil ich zu weit rausgekommen bin und dann irgendwie rutscht es dann da so übel. Alter, ich hätte ihn, glaube ich, noch bekommen, weil ich glaube, jetzt komme ich nicht mehr dran. So, bloß nicht an die Ecke. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Alter, ich hätte ihn noch, schon noch bekommen. Wenn der eine Dreher nicht mehr drin gewesen wäre, wäre ich auf Platz 1 gekommen. Aber nun ja, dann soll es einmal so sein. Einmal nur Platz Nummer 2. So, und insgesamt hat es aber noch gereicht. So, eine neue Einladung von Aerobull. Ich weiß nie, was ich mit den Einladungen groß machen kann. Hier, 2.2. Historic GT5 UK Trophy. Okay, alles von Dark Nitro. Aber 2.2. ist doch schon längst vorbei. Wir sind doch schon im März. Deshalb verstehe ich das nicht so ganz. Hier, 2.2. wäre das gewesen. Hier, die sind auch öfters, aber hä? Haben die mich jetzt für nächstes Jahr eingeladen oder
Wieso kriege ich jetzt die Einladung? Kann vielleicht sein von nächstes Jahr. Wir gehen gleich weiter. Nummer 2 von 5. Wieder zurück in dem Königreich. In dem Vereinigten. So, weil so langsam kenne ich auch die Strecken alle richtig. Ich glaube, groß neue Strecken kommen nicht. Okay, wir starten auf Platz 8. So, los geht's. So, wir können auch mal so fahren. Oder wie war das? Ich will mal die eine Sicht eigentlich haben. So wie eigentlich im Auto, aber das sieht mit dem Kart einfach nur komisch aus. Hallo? Okay, ich glaube, ich muss die Sicht wieder rausmachen. So wollte ich es machen, aber es sieht irgendwie voll komisch aus im Kart, finde ich. Ich glaube, ich... Ja, so sieht es eigentlich auch ganz cool aus. Aber man sieht halt auf der linken Seite dann kaum was. Ich glaube, ich lasse es so. Ich meine, so fahre ich im Kart am besten. Ich meine, die Helmansicht können wir in richtigen Autos dann machen. Weil irgendwie irritiert mich das im Helm, wenn ich dann irgendwie gar nichts von dem Auto sehe. Oder vom Kart dann sozusagen. So, wir müssen ein bisschen Gas geben. Alter, wir haben nur 3 Runden. Sind schon in der zweiten. Komm weg da! Wie war das mit dem Crashen? Heieiei, und da überholt er mich gleich wieder. Ich fahre zurzeit richtig scheiße. Gibt's doch echt nicht. So, komm, komm, komm. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so ganz meine Lieblingsstrecke. Komm jetzt hier. Habt ihr es wieder gesehen? Ja, da brüllt er wieder. Ich kämpfe hier um Platz 11. Ne, um Platz 10 eigentlich. Wollte mich ehrlich verarschen. Sonst war ich immer so super gut. Meistens relativ. Jetzt weg da. Hier ist ein Fuzzi. Beiseite bitte. Platz 8, come on. Es gibt einen Punkt. Miese. Hat mich wieder so ein bisschen nach links gezogen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nein, 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 nein. Mein Platz, mein Punkt. Weg da. Überhole ich noch einen oder... Na, da kommt jetzt schon das Ziel, gell? Alter, ich kämpfe hier wirklich um einen Punkt. Um einen mickrigen Punkt. Gibt's doch gar nicht. Das muss noch ein bisschen besser werden. Insgesamt auf Platz 3 gerückt. Okay, geht eigentlich noch. 5 Punkte, die vor uns... Aber wir starten halt wieder weiter hinten. Bin ich nicht im ersten Rennen auch auf Platz 8 gestartet? Das heißt, im Grunde genommen habe ich nicht meinen Platz gut gemacht. Hält mir gerade so auf. Ich habe ja um die Plätze gekämpft und bin groß nicht besser oder schlechter geworden. Recht amüsant. Aber diesmal werde ich ein bisschen besser. Ich will es nicht so vorlaut sagen und sagen auf Platz 1. Obwohl, wir haben 5 Runden. Also könnten wir das schon mal in Angriff nehmen. Vor allem, weil ich muss mal auf die Gesamttabelle drauf achten. So. Alter, die Stelle hier hasse ich auch immer so. Oder ich weiß nicht, ob ich es hasse, aber ich meine, ich bin ja immer so langsam. Aber vielleicht ist es auch ganz normal da. So, Platz 5. Schon mal gut aufgeholt. Oh, Achtung. Alter, wenn ich da teilweise hinter dem herfahre und kein Crash mache. Alter, Falter, was war das schon wieder? Dann fühle ich mich manchmal so langsam, weil ich groß gar nicht Gas geben muss. Was war das gerade, hey? Das wollte ich so schön fahren ohne Crash und so. Dann sieht man auch, dass ich eigentlich teilweise gar nicht Gas gebe. Das ist richtig lustig. Wie wenig Gas man da teilweise geben muss. So, Platz Nummer 4. Diese Runde nur einen Platz gut gemacht. Guck mal hier.
Ich roll ihm hinterher. Oh, ich will ja auch keinen Crash machen oder so. Alter, hier liegen lauter Teile auf der Straße. Das heißt, hätte ich das eine hier angemacht, dann wäre vielleicht was an meinem Kart kaputt. Wenn so wie ich geflogen bin, ey. Muss das ja auch sein. Wir müssen mit Abbrems. Hallo. Das war jetzt nicht meine Schuld. Den kann ich ja nicht hier sehen, wenn er plötzlich von hinten in meine Seite reinfährt. Ja, und irgendwie schon wieder war was mit dem Spiel. Ich verstehe es echt nicht, was da manchmal passiert. Es geht weiter. Habe ich jetzt einen Blast verloren oder so? Ich weiß es gar nicht. Es hat, glaube ich, pausiert, oder? Irgendwie hatte ich jetzt einfach einen schwarzen Bildschirm. Ich weiß nicht, wie jetzt das in der Aufnahme rauskommt, aber irgendwie war es plötzlich still und schwarz. Und ja, mich irritiert das Ganze. Hier, die Gegner spielen mit fiesen Tricks. Aber irgendwie konnte ich das Spiel weiterspielen, was ich ein bisschen komisch fand. Slashmal ist, glaube ich, richtig abgeschmiert und jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie minimiert oder so. Aber irgendwie hatte ich halt einfach dann einen schwarzen Bildschirm. Also auch nicht richtig minimiert. Irgendwas läuft da nicht. Ich weiß es nicht. Was daran liegen kann, weil in den meinen ersten Aufnahmen hatte ich solche Probleme komischerweise nicht. Und jetzt zweimal hintereinander. Am Anfang habe ich zuerst gedacht, das war, weil das Spiel in die Stunde gelaufen ist. Weil meine letzte Aufnahme war 59 Minuten und 59 Sekunden. Und dann ist es abgestürzt. Schon ein bisschen komisch. Aber jetzt war es nicht mal eine halbe Stunde. Wobei richtig abgestürzt ist ja auch nicht, weil ich konnte hier ja weiterfahren, du Pimmelberger. Weg da. Ich bin schon auf Platz 3. Podium. Ich krieg ein Treppchen. Richtig nice. Erkämpft. Mit Unterbrechung und Ablenkung. Was für ein Kampf. Was für ein Krampf. So, wie... Oh. Zweites Rennen sogar. Beste Runde. Wir sind immer noch auf Platz 3. Alter, der eine hat 10 Punkte Vorsprung. Das wird jetzt richtig ein Kampf. Das wird jetzt richtig übel. Wenn da so viel im Voraus hat. Shame, good race. Let's regroup tomorrow and debrief on what went wrong. Ja, die wollen halt, dass ich doch noch hier den ersten Platz mache. Mit dem dritten Platz geben sie sich nicht zufrieden. So, was haben wir jetzt? WMD Euro Track Day Trophy. Okay. Einmal die Practice. Runde 1 von 2. Ja, nächste Woche haben wir auch noch was. Zwischenreihen kommen aber die Cards.